Vulfanil. Episode 77. Arbeit. Liebe Freunde der gepflegten Rollenspiele, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Vulfanil. Wir sind hier in Hotz und Gerduas Haus. Drizane hat hier, ja, ziemlich gut geschlafen. Und ich denke mal, wir gönnen uns erst einmal ein richtig gutes, anständiges Frühstück. Wir nehmen uns mal ein bisschen Käse, wir nehmen uns auch ein bisschen Nordmeat. Hort und Gerdua haben da eigentlich nichts gegen, wenn wir uns das hier einfach mal so nehmen. Ganzes Laib Brot kann natürlich auch noch mit hinterher. Und dann schnabulieren wir das mal ein bisschen auf. Wir hatten sogar noch einige andere Sachen dabei. Okay, dann essen wir das auch nochmal. Wir haben sowieso genug Hunger. Von daher. Wir bräuchten noch mehr zu trinken. Alles klar. So, wir bräuchten auch noch mehr zu essen. Und wir sind immer noch durstig. Das gibt's doch nicht. So, jetzt haben wir uns zwar ein bisschen überfuttert, ist aber gar nicht mal so schlimm. Wir gehen noch einmal, wir gehen jetzt erstmal raus, trinken noch ein bisschen was am Fluss, würde ich jetzt mal so sagen, beziehungsweise kochen das Wasser dann noch einmal schnell an der Feuerstelle aus. Und dann werden wir einmal weitersehen. Wir haben ja, für heute was ganz Feines vor. Wir wollen nämlich richtig gut arbeiten. Dass wir ja auch mal richtig gut weiterkommen. Und zuallererst gehen wir hier an den Fluss. So. Und dann nehmen wir die hier. Genau. Flusswasser. Das werden wir natürlich jetzt erstmal nicht trinken. Wir gehen jetzt erst einmal da hinten zur Feuerstelle. Obwohl, wenn wir das eine schon auskochen, da können wir auch das andere hier noch einmal, jedenfalls eine von diesen Flaschen, nochmal auffüllen. Und die trinken wir dann direkt. So haben wir dann nämlich eine ganze Flasche voll mit abgekochtem Wasser, die wir dann mitnehmen können. Einmal die hier auskochen und einmal die hier. Genau. Das ist doch wunderbar. So, und die kleine Flasche, die trinken wir direkt. So. Euer Durst wurde gelöscht. Genau. Das wollen wir so haben. So wollten wir das haben, meine ich. Dann gehen wir noch kurz hier bei Lucan rein. Geben da einmal die Flaschen ab. Denn irgendjemand wird die sicherlich abkaufen. Nochmal. Um, keine Ahnung, irgendwas reinzufüllen. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Ja, Lucan, dann zeig doch mal her, was habt ihr zu verkaufen? Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Also das Übliche, hm? Alles klar. So, da haben wir das abgekochte Wasser, das wir mitnehmen. Wir haben noch Eisenerz. Wir hatten noch Eisenerz? Okay. Gut. Einmal hier die Flaschen. Dass wir Eisenerz hatten, das ist mir ja jetzt mal völlig entgangen. aber okay, ja, dann haben wir Eisenerz, das ist bis zum nächsten Mal. Besser, als wenn wir kein Eisenerz hätten. Denn aus diesem Eisenerz können wir durchaus noch Pfeile herstellen. Leute, das ist natürlich eine ja, anständige Sache. Allerdings, wir wollen noch mal uns so ein bisschen bemühen, dass wir hier ein kleines bisschen weitermachen. Wir haben jetzt derzeit, wie viel Geld haben wir jetzt? 485. Ja, okay, das ist nicht gerade viel. Ich würde mal sagen, wir gehen hier oben hoch zu den
Banditen? Da werden sich sicherlich wieder welche eingenistet haben, gehe ich mal von aus. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir legen unsere Rüstung an. Und zwar natürlich vollständig, ist ja klar. So, und noch einmal Fellarmschienen. Genau. Und da wir jetzt derzeit nichts verkaufen wollen, legen wir auch nochmal das Amulett von Arkay an. Damit es uns hilft. Und dann begeben wir uns hoch zu den Banditen und machen die platt. Und zwar, wie es sich gehört. Klar, wir haben natürlich jetzt auch einen extremen Buff auf Gesundheit. Das heißt also, das ist auch ganz einfach zu erledigen. Aber stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn wir diese Buffs nicht hätten. Und an diese Buffs, beziehungsweise eben an diese Objekte, an diese Amulette und so, sind wir ja auch mehr oder weniger zufällig gekommen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, hier, das kaufen wir jetzt. Oder war das so? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber selbst wenn wir die irgendwo gekauft hätten oder haben, dann wäre da ja immer noch die Möglichkeit gewesen, dass der Händler diese nicht im Angebot gehabt haben könnte. So, wir gehen da jetzt erstmal hoch. Und das ist gut. Das ist gut. Unser Bogen. So. Natürlich, die haben uns bemerkt. Deswegen ist die schon aufgestanden. Vielleicht, wenn wir ein bisschen weiter weglaufen. Vielleicht hört die dann auf, uns zu beachten. Sie setzt sich wieder hin, das ist gut. Hoffentlich treffen wir sie. Natürlich treffen wir sie, alles klar. Da sind sie den Fallen ausgewichen. Das ist nicht gut, der kommt uns ein bisschen zu nah. Leichte Rüstung. Verbessert. Alles klar, gut. Komm her, komm her. Das war gar keine Lady, das ist ein Khajiit. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Da. Ja, klar. Wenn wir tot sind. Das wird aber nicht geschehen. So. Bleib mal schön da, du Bandit. Ah, verdammt. Na toll. Ah, der ist zu nah. Wir verfehlen immer. Und er trifft uns natürlich auch. Und wir haben hier natürlich nichts, was wir... Das ist nicht gut. Nicht gut ist das. Alles klar, wir nehmen erstmal die hier und dann nehmen wir ein Frostbissgift. So. Wir sollten vielleicht auch blocken, Leute. Na? Das war natürlich jetzt nicht gut. Jetzt haben wir unsere gesamte Ausdauer verbraucht. Nicht gut. Haben wir nicht irgendwie einen Trank oder so? Nee. Und wir haben auch nicht wirklich irgendwelche Mittelchen. Obwohl, Bärenklauen könnten wir mal schauen. Ausdauer wiederherstellen.
Na toll. Ah. Wenn wir blocken, dann verbrauchen wir auch Ausdauer. Das ist nicht gut. Nee, wir müssen auf unsere Magika gehen. Sonst geht das nicht. So. Bringen wir es zu Ende. Ja, bringen wir es zu Ende, ich weiß. Aber nein, heute nicht. Wir haben keine Ausdauer, wir können nicht zuschlagen. Also, beziehungsweise wir sollten es nicht. Wir haben hier massiven taktischen Nachteil. Ich reiße euch in Stücke. Ja, nee, das lass mal lieber. Verdammt! So geht das nicht weiter. So kann das nicht weitergehen hier. Es gibt nur einen Ausweg. Ätherische Gestalt. Hat ja nicht viel gebracht. Oh Mann. Wir müssen die irgendwie... Wir müssen irgendwie von denen weg. Jedenfalls ein kleines bisschen. Warum kommen wir hier nicht hoch? Bringen wir es zu Ende. Nee, wir springen hier runter. Toll. Okay. Noch einmal. Frostbissgift. Nur ohne Ausdauer bringt es uns nichts. Das ist nicht gut, Leute. Wir brauchen unerbittliche Macht. Aber Leute, dadurch verbessern wir natürlich auch unser Blocken ein klein wenig. Das reicht euch wohl nicht, ja? Was ihr wollt. Na also. Jetzt haben wir sie. Gut. Schauen wir mal nach, was wir im Inventar hatten. Ein bisschen Gold, das ist gut. Dietrich. Noch ein Eisenpfeil. Fleischpastete, gekochtes Rindfleisch, das ist doch mal... Das sind doch schöne Sachen, die können wir essen, Leute. Schön, schön, müssen wir uns nichts kaufen im Gasthaus. Schön. Und dann können wir hier nochmal schauen. Was haben die hier? Geldbeutel. 10 Goldstücke und... Was haben wir hier? Ebenfalls 10 Goldstücke. Was haben die in der Kiste?
Ja, hier kann man nämlich immer schön plündern. Leute, guckt euch das an. 42. Ah, herrlich. Was haben die in diesem Beutel? Ein Messer. Naja, ein Messer brauchen wir nicht unbedingt. Skeva. Da ziehen wir einmal verkohltes Skeva-Fell raus. Das können wir dann nämlich zu einem Heiltrank zusammenbrauen. Was haben wir denn hier noch? Eisenpfeil. Hier waren doch sicherlich noch irgendwo Eisenpfeile. Als wir hier oben waren, da hat er doch auch schon nach uns geschossen und hat uns einige Male verfehlt. Da ist noch einer. Den wir aber nicht nehmen können. Der ist zerbrochen. Der ist kaputt. Haben wir hier vorne noch irgendwo was? Nee. Hier ist nichts. Oder? Nee, das sah nur so aus. Das war ein Blutspritzer. Nee, hier ist nichts. Hier ist nichts mehr. Okay. Dann, nehmen wir jetzt Zaubertrank Gesundheit regenerieren. Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Die Dinger können wir ja immer wieder erneut herstellen. Und vor allem mit steigender Alchemiefertigkeit auch immer besser. Und ich würde mal sagen, das gehen wir jetzt noch einmal an. Wir gehen einmal ins Gasthaus, brauen uns einen Heiltrank zusammen und vielleicht noch die ein oder andere Arznei. Und schauen mal weiter. Wer weiß, ob wir da irgendwie gut bei wegkommen. Wir wollen es mal hoffen. Und da fällt uns ein, wir sollten die vielleicht mal ablegen. Nicht, dass sie uns hier noch für irgendwie einen Banditen halten. Also uns selber als Banditen halten, meine ich. Das ist ja, das wollen wir nicht. So. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Ja, wir schauen erstmal nach. Alchemielabor. So, da können wir nämlich aus Schlammkram-Chitin und verkohltem Skiverfellen eine Heilpotion herstellen. Eine krankheitsheilende Potion. Englische Worte. So. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Genau, mehr gibt's nicht zu sagen. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Denn wir haben nämlich sehr viele blaue Bergblumen und da wollen wir doch mal schauen. Genau, er hat nämlich hier ein bisschen Weizen. Allerdings, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sollten das Amulett von Senita anlegen. Ich bin nur der Koch, Mann. Ja, das wissen wir. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, ha? Den Hunger nach guten Zutaten. Wie zum Beispiel Weizen. So. Also gut. Von denen kann man nämlich nie genug haben. Von diesen einfachen Heiltränken. Das Gute bei denen ist, dass sie auch ziemlich viel an, Fähigkeitenpunkte bieten. Und damit kann man so richtig, ja, seinen Alchemie-Skill ein bisschen hochleveln. Das bringt schon einiges. So, und jetzt, wo wir das ein bisschen aufgewertet haben und 10 dieser Tränke haben, meine Güte, das ist eine ganze Menge,
Da können wir doch mal schauen. Oh, also wir haben arg niedrige Frameraten eben gehabt. Meine Güte, das war nicht gerade schön. Ja, gehen wir jetzt zuerst nach Weißlauf und machen hier unsere Eisenerze zu Barren. Ja, ich meine, was sollen wir sonst machen? Guter Hund. Mit denen. Wenn wir jetzt zuerst Holz hacken und dann tragen wir das ganze Holz mit rum. Also. Wir gehen nach Weißlauf, Leute. Wir gehen nach Weißlauf mit diesen Sachen und. Bringen das. Verarbeiten das zu Eisenbarren. Mit denen wir uns dann Eisenpfeile herstellen können. So machen wir das. Da vorne haben wir natürlich Wölfe. Verdammte Wölfe. Okay. Vielleicht sollten wir nicht auf diesem Weg hier entlang laufen. Wir haben nämlich wenig Ausdauer. Das bedeutet, wir machen auch sehr, sehr wenig Schaden bei diesen Wölfen. Klar, wenn wir jetzt einfach lange genug warten, dann wird sich diese Ausdauer auch irgendwie noch ein bisschen regenerieren. Aber ich denke mal, es ist effektiver, wenn wir einfach die Wölfe umgehen. Wenn wir uns an den Wölfen vorbeischleichen und hoffentlich ist hier kein Wolf. Alles klar. Nee, da ist einer, da ist einer. Okay. Verstecken wir uns mal lieber. Verstecken wir uns. Da vorne, da ist er. Das ist nicht gut. Wenn der da hinten steht. Das ist. Das mag ich nicht, Leute. Und mir fällt gerade auf, wie. Ja, realistisch eigentlich schon dieser Baumstumpf hier ist. Vom Verhältnis von Licht und Schatten einfach. Meine Güte. Na toll. Alles klar. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Wir haben jetzt unsere Rüstung nicht angelegt, Leute. Schnell weg hier. Zum Glück können wir gut laufen, jetzt wo wir auch wieder fit sind und nicht mehr übersättigt. Oh Mann, wie sollen wir hier jetzt wieder runterkommen? Aber der hat sich wohl irgendwie verpieselt hier wieder. Der hat sich wieder verzogen. Gut, so ein kleiner Adrenalinschub, das bietet uns ein bisschen mehr Ausdauer. Puh. Jetzt sind wir wach. So, wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Ich würde mal sagen, hier. So. Genau. Und dann wollen wir doch mal hoffen, dass sich das Wetter auch ein bisschen bessert. Jetzt in der nächsten Zeit. Weil in diesem düsteren Nebel. Na, da wollen wir nicht unbedingt herumlaufen. Jedenfalls nicht für immer. Das ist nicht so schön. Aber wollen wir doch erstmal schauen, ob da
sich nicht doch lieber etwas tut. Und Leute, diese Transition hier, ich kann's, es geht nicht besser irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn es irgendwie zu verbessern ginge, glaub mir, ich hätte es schon getan. Wahrscheinlich muss ich einfach die kompletten Wetter nochmal neu schreiben. Oh, da habe ich sowas von keinen Bock drauf. Aber hier haben wir violette Bergblumen. Die können unsere Ausdauer nochmal ein bisschen wiederherstellen. Die sind also wieder respawned. Das ist eine tolle, tolle Sache. Wunderbar. Immer her mit den Dingern. Und natürlich auch hier Tundra-Baumwolle und Lavendel, aus denen wir Magieresistenztränke herstellen können, die wir dann für viel Geld verkaufen. Ist also alles wünschenswert, Leute. Das ist wunderbar, wunderbar. So, haben wir noch hier oben. Wir haben 35 plus 11, das heißt, dass wir stehen hier nicht gerade gut da. Okay, wir sollten... So. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt müssten wir 40 haben, oder? Genau, 40. Das ist gut. Das ist schon besser, meine ich. Denn unser Segen läuft natürlich bald aus. Der geht schon auf... Wie viele Minuten? 40. 40 Minuten hält er noch. Und dann ist er weg. Das Problem bei diesen Segen ist, wenn die weg sind, dann kann das durchaus sein, dass wir sterben. Na gut, es ist auch Arkai, also... Da haben wir dann die Erklärung, warum das so ist. Und zwar hält Arkai uns quasi am Leben und wenn er das dann nicht mehr tut, ja, dann lässt er uns halt einfach sterben. Holt sich zu sich, könnte man so sagen. Wenn wir zum Beispiel ein Amulett haben, zum Beispiel wenn wir, angenommen jetzt ohne Amulett, 9 Punkte Gesundheit haben, lass uns mal Amulett anlegen, dann haben wir 90. Wenn wir dann verletzt werden und quasi wieder 9 Punkte haben mit Amulett und das dann ablegen, dann sterben wir nicht. Dann verbleibt uns noch ein Punkt Gesundheit. Egal um wie viel das Amulett unsere Gesundheit erhöht hat. Das ist so ein bisschen das Nette an Amuletten. Und dann kann man sich natürlich die Gesundheit auch wieder hochbuffen. Angenommen, man hat jetzt mit Amulett einen Punkt Gesundheit, dann legt man das Amulett kurz ab und legt es dann wieder an und dann hat man auf einmal wieder ein bisschen mehr. Dann hat man nämlich 11. Ist eine Kleinigkeit, die man ja machen kann, aber natürlich nicht machen muss. Aber so funktioniert die Sache nun mal hier. So, wir kommen jetzt in die Nähe von Weißlauf und wir denken daran, Eisenbarren herstellen. Und dann geht's wieder zurück nach Flusswald. Und dort werden wir daraufhin Holz hacken. Und zwar eine ganze Menge. Wir wollen nämlich ordentlich Geld verdienen und natürlich auch eine ordentliche Menge an Fallen herstellen. Wir werden auch Alvor, sämtliche Eisenbarren abkaufen, meine ich, wollte ich sagen. Und naja, die werden wir dann ebenfalls nutzen, um Pfeile herzustellen. Das heißt also, so oder so, es wird eine ganz dicke Menge an Pfeilen geben für uns. Das Einzige, was halt lange dauert, ist wirklich das Holzhacken. Weil wir ja auch ordentlich Geld verdienen wollen dabei. So, Eisenbarren herstellen. Zack.
habe das Warten so einfach. Wann passiert denn endlich einmal etwas? Ja. Hört schon auf zu jammern. Wann passiert denn endlich mal was, hm? So, wie viele von den Tundra-Dingern haben wir denn jetzt? Wir haben 3 Tundra-Baumwollen und 2 Lavendel. Das heißt, wir nehmen hier noch einmal kurz ein Lavendel. So. Und dann gehen wir hier vorne zu Arcadias Kupferkessel. Da soll man halt von Zenita tragen wir bereits. Das ist gut. Und dann stellen wir dort eben noch einmal ganz kurz diese Tränke her. Und verkaufen die natürlich direkt wieder. Ist ja ganz klar. Seht euch nur gründlich um. Ich bin mir sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Sie hat noch einiges im Lager. Alles klar. So. Magieresistenz. Zack, zack, zack. Damit haben wir die. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht. Was könnten wir noch machen? Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Schuppenschwamm. Aha. Ja, okay. Schuppenschwamm, Schuppenschwamm. Vielleicht hiermit? Oh, oh! Ausdauer regenerieren. Rauer Wurzeling und Schuppenschwamm. Das müssen wir uns merken. Leute. Alles klar, da ist nichts. Okay. Gut, Ausdauer regenerieren müssen wir uns merken. Gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Nee, eigentlich sind wir nicht krank. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Wir sind ein Alchemist und sehen nur ein bisschen kränklich aus. Was sehen meine Augen denn hier? Noch mehr Weizen. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. So, wir haben hier Magieresistenz. Genau, die nehmen wir jetzt. Oh, schön. So. Genau. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Und dann stellen wir die ebenfalls noch einmal her. Und damit haben wir ein weiteres Level in Alchemie. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. Natürlich doch, natürlich. So. Genau. Damit hätten wir das geschafft. Klar, jetzt könnten wir noch einmal da hoch zur Drachenfeste und noch einmal fragen, wie das denn mit dem mit den Zaubern aussieht. Aber wir haben nicht genug Gold, um es uns zu kaufen. So oder so. Wir haben nicht genug Gold. Dann verwöhnt euch mit einem saftigen Steak oder einem zarten Rippenstück. Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Das ist durchaus wahr. Traurig, aber wahr. Und ich würde mal sagen, Leute, klar, wir haben hier auf dem Weg noch die paar Wölfe, die da am Wasserfall in der Nähe von Flusswald herumlungern. Die werden wir noch erledigen. Wir machen uns jetzt erst einmal auf den Weg nach Flusswald, werden dort ordentlich Holz hacken, Leute. Und dann, wenn wir damit fertig sind, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn wir erneut Wulfaldil spielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich sage Tschüss und bis dann.